Fußball-Bundesliga. Freiburg empfängt Wolfsburg. Das Spiel sehr lange ohne Tor, aber in der 85. Minute. Jonathan Schmidt mit den 1-0 für die Freiburger. Der Sieg geht trotzdem komplett in Ordnung, denn beide Teams haben zwar 10 Schüsse aufs Tor, was sehr ausgeglichen ist, aber Freiburg hat von den 10 3 aufs Tor gebracht und Wolfsburg 0. Sprich, Wolfsburg, alle Schüsse, die in Richtung Tor gehen, werden immer noch 0 Tore. Bitter natürlich. Aber gut für Freiburg. Freiburg gewinnt dadurch. Ballbesitz 49% für Freiburg, 51% für Wolfsburg, also auch sehr ausgeglichen. Ein Passunterschied, jetzt nehme ich mal die Genauzahl, ich runde ja sonst immer auf ab, nach Rundungsregeln. Aber diesmal Freiburg mit 377 Pässen und Wolfsburg mit 376, also ein Passunterschied. Dabei hat Freiburg 73% Passgenauigkeit und Wolfsburg nur 70. 14 Fouls ohne Karte von Freiburg und 21 Fouls mit 2 Gelben von Wolfsburg. In der Tabelle Wolfsburg 5. Platz, 14 Spiele, 25 Punkte, mit Schalke aktuell punktgleich, Schalke ein Spiel weniger, aber vor Bayern, die Freiburger. Und Wolfsburg 9. Platz nach 14 Spielen mit 20 Punkten, auch relativ entspannt, 20 Punkte, souveränes Mittelfeld. Glückwunsch an die Freiburger!